Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen eine Dame vorstellen, deren Namen Sie vielleicht schon mal irgendwo auf den Manova-Seiten gelesen haben, die aber aus unerklärlichen Gründen das Licht der Öffentlichkeit scheut. Doch ich habe keine Mittel und Wege gescheut, ich habe eine Charme-Offensive lanciert, sie endlich mal vor die Kamera zu locken. Sie ist die Zentrale und vor allem die Seele von Manova. Meine Damen und Herren, Jana Fliegersdorfer. Hallo. Ich freue mich, dass es geklappt hat, liebe Jana. Und sage gleich, das Schlimmste bei dir ist dein Name, wenn man das mit dem einem G und den zwei F, das muss man erstmal gelernt haben. Gott sei Dank habe ich ein Autokorrekturprogramm. Jana, es gibt was zu feiern. Ein Jahr Manova. Heute vor einem Jahr ist Manova an den Start gegangen, aufbauend auf den alten Rubicon-Seiten, für die du ja schon jahrelang gearbeitet hast. Der Grund für diese Neugründung waren Querelen mit dem früheren Herausgeber. Und ich darf aus eigenem Erleben hinzufügen, es ist fast menschenunmöglich, mit diesem Herrn nicht in Streit zu geraten. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Über all dem schwebt noch ein fieses Gerichtsverfahren. Wie war das? Habt ihr bei Null angefangen? Was war Kontinuität? Was war Bruch? Also wir hatten ja vorher auch durch diese Trägergesellschaft des Magazins, das ist die Initiative zur Demokratisierung der Meinungsbildung. Unsere Spender werden die Firma schon kennen. Das heißt, das ist also die Trägergesellschaft, die hinter dem Magazin steht. Das heißt, da hat sich im Grunde ja nichts geändert. Also ich bin ja die Geschäftsführerin eben von dieser Gesellschaft. Das heißt, wir hatten im Grunde, sage ich mal, nur den Namen zu wechseln. Also wir hatten dann sozusagen die Notwendigkeit, einen neuen Namen zu finden, auch eine neue Internetadresse uns zu suchen. Und das heißt, da haben wir dann quasi neu angefangen. Wir haben dann angefangen, einen neuen Namen zu suchen, die neue Infrastruktur aufzubauen für die Server, die neue Webseite zu programmieren. Das heißt, das wurde alles neu gemacht, komplett neu auf die Beine gestellt, wo wir natürlich aufbauen konnten, beziehungsweise was wir fortführen konnten, war das Magazin selbst. Das heißt, die Mitarbeiter waren weiterhin dabei, auch unsere Autorinnen waren weiterhin dabei. Wir haben natürlich alle möglichst ausführlich informiert. Also das heißt, das konnten wir alles übernehmen und fortführen. Und auch recht erfolgreich fortführen. Also auch den euer Publikum, das den Zuschauerstamm und die Abonnenten und die. Das war schwieriger natürlich, dadurch, dass wir ja ein reines Online-Magazin sind, haben wir natürlich eine Internetadresse, über die wir erreichbar sind. Das heißt, sobald sich diese Internetadresse ändert, aufgrund des Namenswechsels, jetzt sind wir ja eben unter manova.news zu finden, war das natürlich schwierig, die Leser entsprechend zu informieren über diesen Wechsel der Internetadresse. Also wir haben natürlich unser Möglichstes getan. Das heißt, wir haben auf der ehemalig genutzten Webseite einen Artikel veröffentlicht, dass wir jetzt umgezogen sind auf eine neue Seite. Wir haben auf unserer neuen Seite natürlich einen entsprechenden Artikel platziert, aber erstmal muss man ja die Webseite finden. Und wir haben jetzt eben nicht zu jedem Leser den direkten Kontakt. Das heißt, wir konnten nur die Leser selber informieren, die zum Beispiel unser Newsletter abonniert hatten. Also die haben dann eine E-Mail von uns bekommen, eben eine Newsletter bekommen, wo drin stand, jetzt sind wir unter einer neuen Internetadresse zu erreichen. Das heißt, da konnten wir das machen. Alle anderen Leser, da mussten wir uns auch so ein bisschen auf die Mundpropaganda verlassen und auf befreundete Medien aus der alternativen Medienszene, die das dann auch ein bisschen ja in die Masse getragen haben, dass wir jetzt unter einer neuen Adresse zu finden sind. Und auch das, muss ich sagen, ging erstaunlich schnell, dass wir wirklich jetzt nach einem Jahr im Grunde wieder die Reichweite erreicht haben, die wir vor unserem Umzug hatten. Also darüber bin ich natürlich sehr, sehr glücklich und dass unsere Leser uns wiedergefunden haben und auch neue Leser zu uns gefunden haben. Auch der Name ist jetzt, am Anfang habe ich mich immer noch schwer getan, Manova, das ist jetzt so übergegangen. Ich glaube, das ist beim Publikum ganz genauso. Jana, kannst du was sagen über euer Publikum? Wie viele Leute klicken euch an oder gehen auf eure Seite, gucken die Videos? Also sehr viel können wir über unsere Leser natürlich nicht sagen. Also wir halten uns tatsächlich auch in unser Versprechen, dass wir unsere Leser nicht tracken, sobald sie auf unsere Seite kommen. Wir erfassen im Grunde nur, wie viel verschiedene IP-Adressen auf unsere Seite zugreifen. Und da können wir halt sagen, aktuell haben wir so an die 115.000 Leser pro Monat. Das sind also verschiedene Leser, die bei uns regelmäßig auf die Seite kommen.
und unsere Artikel lesen. Wir haben darüber hinaus ungefähr 54.000 Abonnenten auf YouTube, die halt unsere Videoformate anschauen, wie eben auch dein Great Reset. Und das, ob das jetzt Überschneidungen gibt zu unseren Lesern der Magazinseite, das kann ich natürlich schwer sagen, weil wir das nicht nachvollziehen können. Wir haben jetzt aktuell an die 32.000 Newsletter-Abonnenten. Das heißt, diese Abonnenten erhalten dann einmal in der Woche eine Übersicht über all unsere veröffentlichten Artikel der Woche. Genau. Jana, hast du eine Ahnung, wer dein Publikum ist, was das für Leute sind, wie alt, wie klug, wie dumm? Also ihr macht ja kein Tracking, du hast es gerade angedeutet. Also ihr registriert eure Zuschauer nicht und versucht, die irgendwie ein Profil von denen zu gewinnen. Also es wäre nur eine Daumenpeilung von dir. Ja. Wir erhalten natürlich auch sehr viele Zuschriften von Lesern. Das heißt, da bekommt man so ein bisschen den Eindruck. Und ich muss sagen, also es ist wirklich ganz bunt gemischt. Also wirklich, es ist alles ja wirklich von, ich sag mal, von akademisch gebildeten Menschen bis hin zu Menschen aus Handwerksberufen, aus sozialen Berufen, aus Gesundheitsberufen. Also es ist wirklich alles dabei. Auch, ich denke, auch in der Altersstruktur alles dabei. Wirklich von jungen Menschen, die uns lesen. Wir haben ja auch eine Jugendredaktion, die speziell auch für jüngere Leser schreibt, bis hin zu sehr viel, ehemaligen Professoren oder Richtern oder wie auch immer. Also ich habe schon so viele Zuschriften bekommen aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, worüber ich mich natürlich sehr freue, weil wir bieten ja auch eine breite Themenpalette an. Und ich freue mich, wenn dann die Leute da wirklich auch passende Sachen für sich finden. Bei YouTube kann man natürlich davon ausgehen, dass dann da vielleicht eher auch das jüngere Publikum zu finden ist. Aber auch da gibt es ja immer wieder auch bei dir in den Kommentarspalten, kann man das ja auch so ein bisschen nachverfolgen. In den Videoformaten, auch dort ist alles bunt gemischt. Warum schaltet ihr sonst keine Kommentarfunktion frei, also bei der Plattformseite? Ja, die Frage kriegen wir tatsächlich sehr oft gestellt. Das sind momentan einfach auch Budgetprobleme immer noch. Also wir haben unsere komplette Webseite ja auch selbst programmiert, eben weil wir keinen Tracking machen möchten und auch keine Werbung schalten möchten und auch keine Daten unserer Leser an irgendwelche anderen Softwarefirmen wie Google und Co. Senden möchten. Das heißt, es blieb nur die Selbstprogrammierung der Webseite. Das heißt also, so eine Kommentarspalte ins Leben zu rufen, braucht erstmal sehr großen Aufwand. Und dann ist ja nicht zu vergessen, wir veröffentlichen jeden Tag 5 bis 7 Artikel. Also 5-mal die Woche von Dienstag bis Samstag. Und da müsste man wirklich jedes Mal dann auch die Kommentarspalten dazu pflegen. Das heißt, wir bräuchten jemanden, der die durchschaut, der auch Spam mal rausfiltert, der vielleicht auch auf Fragen antworten kann, die gestellt werden. Und das können wir personell momentan einfach nicht leisten. Wir arbeiten hauptsächlich immer noch mit ehrenamtlichen Unterstützern zusammen. Und das würden wir gar nicht hinbekommen. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit, die Kommentarspalten von eben auf YouTube entsprechend zu nutzen. Wir haben auch auf X, ehemals Twitter, gibt es ja die Möglichkeit, unsere Artikel zu kommentieren. Mhm. Und da können die Leser das nutzen. Viele Leser nutzen auch die Möglichkeit, uns einen Leserbrief zu schicken. Das heißt also, wenn sie einen Artikel gelesen haben, auf den sie gerne was antworten möchten oder auch mit dem Autor in Kontakt treten möchten, schicken die uns dann eine E-Mail. Als Leserzuschrift, wir leiten das dann an den Autoren weiter und oft entspinnt sich daraus dann auch ein guter Dialog oder wir haben dann sogar auch Leserzuschriften, die zu eigenen Artikeln werden. Also auch dadurch sind schon einige neue Autoren zu uns gekommen, die dann einfach regelmäßiger auch für uns schreiben. Jana, jetzt hattest du ja schon ein paar Probleme im letzten Jahr mit diesem ganzen Umstieg der Neugründung. Was das jetzt alles heißt im Detail, das ist ja... Du hast es mir mal angedeutet, da ist mir schon schwindelig geworden. Das sind ja auch viele Leute daran beteiligt, aber du hast das sozusagen immer die Zentrale gebildet. Jetzt kam das nur die neue Kleinigkeit dazu. Man hat euch die Bankkonten gekündigt. Wie sieht denn das aus? Kommt da so ein Brief und sagt, sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen sie nicht mehr haben? Ja, es kommt ein Brief, der sah relativ schlicht aus. Ich dachte mir, das sah aus wie eine Mitteilung, eben ihre Kontoauszüge stehen bereits ungefähr, also wirklich ein ganz schlichter Brief. Und da steht einfach eben drin, dass sie sich auf die AGB berufen und eben unsere und die Geschäftsbeziehung kündigen.
und mit einer gewissen Kündigungsfrist. Was steht da? Also die haben das begründet, dass sie mit euren Inhalten Nein, nicht mehr. Nein, es steht natürlich keine Begründung in der Kündigung drin. Sie führen nur an, also in ihren AGB festgehalten, die Möglichkeit durch die Bank eben auch die Geschäftsbeziehung zu kündigen. Das heißt, darauf haben sie sich berufen, aber einen Grund für die Kündigung haben sie natürlich nicht genannt. Genau. Hast du mit den Leuten da mal gesprochen von eurer alten Bank? Nein, ganz ehrlich habe ich mir gedacht, dass das kann ich gut verstehen. Ich denke auch nicht, dass ich da eine Ziel für, also irgendeine Auskunft bekommen hätte, die uns da weitergeholfen hätte. Deswegen dachte ich mir, ich investiere lieber meine Kraft und meine Energie und meine Zeit darin, jetzt diese Umstellung vorzunehmen, eine neue Bank zu finden und vor allem eben auch möglichst den Schaden abzuwenden, der durch so einen Kontowechsel dann entsteht. Diese Methode hat man ja schon bei anderen angewandt, bei Ken Jebsen damals, heute Apolut und so weiter und so weiter. Es ist eine dieser Zensurmöglichkeiten oder eine dieser Repressionsmöglichkeiten, die vielleicht nicht neu entstanden sind, aber neu angewandt wurden. Was heißt das jetzt für euch? Also, dass ihr neues erstmal musstest du ein neues Bankkonto finden. Ja. Das ging relativ schnell, weil du einen Tipp hattest von einer Bank, die das macht. Und dann musstet ihr umstellen. Das heißt aber für euer Spendenaufkommen, für alle diese Sachen, ist das ein Mordsding. Was habt ihr da gemacht? Also natürlich haben wir auf unserem Geschäftskonto auch eigene Daueraufträge laufen. Wir haben ja auch eben Dienstleister, wo wir selber Zahlungsverpflichtungen haben. Das heißt, das muss alles umgestellt werden. Die ganzen Lastschrift-Sachen müssen umgestellt werden für Lohnnebenkosten, diese ganzen Geschichten. Das heißt, das ist natürlich ein immenser Aufwand. Was aber für uns natürlich noch problematischer war, ist tatsächlich, dass wir ja auch sehr viel, also wir leben ja nur von privaten Kleinspenden. Das heißt, wir haben einen sehr großen Stamm, der eben für uns spendet. Da bewegen sich 90% der Spenden zwischen 1 Euro und 20 Euro. Und es gibt bei uns ja die Möglichkeit, auf verschiedenen Wegen zu spenden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach per Überweisung auf unser Konto eine Spende zu machen. Und da gibt es halt Leute, die einfach eine Dauerspende eingerichtet haben. Das heißt, einen Dauerauftrag bei sich selbst auf unser Konto per Überweisung. Und da werden uns die Spenden einfach nicht mehr erreichen. Wenn das Konto dann zum 30.04. geschlossen werden wird durch die Bank, müssen im Grunde unsere Spender bis dahin ihre Daueraufträge aktualisiert haben auf unsere neue Bankverbindung. Und das ist natürlich jetzt die Herausforderung, genau diese Spender in irgendeiner Form zu erreichen, anzusprechen, weil wir haben natürlich keine Daten von denen. Das heißt, wir versuchen jetzt da auch durch Artikel, durch Kommunikation über unsere Kanäle die Spender darauf aufmerksam zu machen, dass wir einen Kontowechsel haben. Aber es ist natürlich absehbar, dass da trotz aller Bemühungen, viele Spenden erstmal wegbrechen werden. Also hat das im Großen und Ganzen geklappt, die Umstellung, oder läuft das noch? Seit wann galt die Kontokündigung jetzt zum Anfang des Monats? Also wir sind gerade mittendrin. Wir haben jetzt am Samstag auch einen Artikel dazu veröffentlicht auf unserer Magazinseite, dass jetzt eben auch unsere Dauerspender bitte entsprechend die Daueraufträge ändern sollen, sofern sie dann betroffen sind von eben diesem Kontowechsel. Bis zum 30.04. ist das alte Geschäftskonto noch aktiv. Dann wird es von der Bank geschlossen. Wir haben die Kündigung erhalten Anfang März. Das heißt, wir sind quasi mittendrin in der ganzen Umstellung. Also es lässt sich noch nicht sagen, inwieweit jetzt da auch wirklich die Spender unserer Bitte nachgekommen sind, die Daueraufträge anzupassen. Das bleibt abzuwarten. Ja, damit ihr ein bisschen planen könnt, das ist ja, ihr habt ja einen Apparat, also ihr habt 4 festangestellte Redakteure, die allerdings nicht im Geld schwimmen. Ihr habt einen IT-Apparat und so weiter und so weiter. Habt ihr eine gewisse Planungssicherheit durch die Abo-Spenden? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich weiß, dass hier haben so und so viele Leute auf 5 Euro im Monat geschaltet, damit kann ich auf jeden Fall schon mal Millionen kommen. Also wir haben ja noch eine andere Spendenmöglichkeit. Das ist unser Spendenformular. Das findet man auch bei uns auf der Webseite. Das heißt, dort können Leser auch einen Lastschrifteinzug beauftragen oder eben eine andere Dauerspende beauftragen, wodurch wir natürlich auch sehen können, okay, wie viel Lastschrifteinzüge sind denn gerade aktiv, und können dann ein bisschen damit kalkulieren, womit können wir rechnen im nächsten Monat. Das ist halt ein Teil unseres Spendeneingangs. Ein anderer Teil kommt auch über SMS-Spenden rein, die einfach einmalige Eingänge sind von 5 Euro oder von 10 Euro.
oder eben einmal spenden über PayPal oder über eine Überweisung auf unser Konto. Das heißt, da ist es bei diesen Einmalspenden natürlich sehr schwer zu kalkulieren für den kommenden Monat. Und ich sage mal, wir bewegen uns wirklich immer bei unseren Ausgaben in dem Rahmen ungefähr, der auch reinkommt monatlich. Also das heißt, aktuell, wie du schon gesagt hast, die wenigen Festangestellten bekommen vielleicht eben nicht das Gehalt, wie man bei einer Tagesschau bekommt oder in einem Spiegel-Redaktionsbüro. Und wir können im Grunde das ganze Magazin nur veröffentlichen, weil so viele Menschen auch ehrenamtlich dabei sind. Also das komplette Korrektorat arbeitet ehrenamtlich, die Übersetzer arbeiten ehrenamtlich, unser Spendenbeauftragte, die IT-Abteilung zum großen Teil. Das heißt, das sind alles Menschen, die sind einfach mit Herzblut dabei, weil ihnen die Sache wichtig ist, weil sie gern möchten, dass weiterhin eben auch kritischer Journalismus möglich ist, und die erhalten aber eben keinen Lohn dafür. Jetzt ist natürlich Spendenverwalten irgendwie ein unangenehmer Job, weil man ja einerseits gerne transparent sein möchte, um nicht in den Verdacht zu geraten, wie es ja leider bei einigen Leuten gekommen ist, dass es irgendwie in welchen Taschen verschwindet. Wie macht ihr das? Transparent zu sein oder nachzuvollziehen? Also ihr müsst also allein aus steuerlichen Gründen oder? Ja, also wir sind ja in der Geschäftsform sind wir eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir müssen da auch jedes Jahr eine entsprechende Steuererklärung abgeben. Und ja, da ist halt sehr deutlich sichtbar, dass wir im Grunde das ausgeben, was wir einnehmen. Und ja, also durch so Spendentools, wo man auch nachvollziehen kann, wie sind die Spendeneingänge, dadurch haben wir selber den Überblick. Hm. Nach außen kommunizieren wir das jetzt aktuell nicht. Das wäre mal eine Überlegung eigentlich, ja. Jana, ich habe mal darüber nachgedacht, ich hätte vielleicht vorher mit dir darüber reden sollen, aber das Problem der Finanzierung betrifft ja viele Plattformen, und ich habe mal überlegt, wie das wäre, wenn sich die größten Plattformen zusammen nicht schließen, sondern treffen und vielleicht so ein Abo-Modell erarbeiten, dass man von 1 bis 5 Euro oder 1 bis offen monatlich spendet. Also dass man das wäre ja für die meisten eurer Leser oder Zuschauer wahrscheinlich tragbar, 1 Euro im Monat. Und das wäre bei den Abonnentenzahlen natürlich schon mal eine ganz wunderbare Voraussetzung. Was hältst du davon? Also davon, dass jeder Leser 1 Euro im Monat spendet, sind wir sehr weit entfernt. Aber ich verstehe, was du meinst mit dem Abo-Modell. Ich denke immer, in der aktuellen Zeit ist es aus meiner Sicht tatsächlich besser, wenn wir diese Dezentralität beibehalten. Das heißt also wirklich, wenn jede Plattform, jedes Magazin im Grunde das macht, was es am besten kann. Wir haben natürlich jetzt auch einen sehr großen Output, nenne ich es jetzt mal, von Artikeln jeden Tag. Das haben jetzt andere sehr gute Medien, wie zum Beispiel Multipolar, nicht in dieser Menge. Das heißt, es ist natürlich auch da dann schwer zu sagen, woran misst man dann einen Anteil, wer wie viel bekommt, oder manche sind eben auch einfach einzelne Personen, die eine Plattform sehr gut betreiben. Wir haben jetzt eben einen größeren Mitarbeiterstamm, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer da was aufzuteilen oder darüber zu diskutieren. Ich glaube aber, das ist für die Leser ja auch möglich. Ich meine nicht aufteilen, sondern dass diese Plattformen sich verabreden, dass man jetzt so ein Bezahlmodell jeder für sich einführt. Also nicht, dass es so einen Pool gibt. Das wäre schon wieder eine Zentralisierung, die ich für gefährlich hielte, weil da sich natürlich kann man auch schneller zerschlagen oder hacken oder sonst was. Nein, ich meine, dass jeder auf seine Rechnung, aber es müssten viele große Plattformen mitmachen. Ja, wir möchten natürlich auch den Lesern, die sich das eben nicht leisten können. Es gibt ja tatsächlich eine sehr große Bevölkerungsgruppe in Deutschland, die selbst 1 Euro im Monat schon Schwierigkeiten haben, das für etwas wie ein Online-Magazin aufzubringen. Aber trotzdem möchten wir auch den Menschen ermöglichen, eben weiterhin Informationen auch lesen zu können. Und das heißt, wir wollen eigentlich nicht davon abrücken, unser Angebot kostenlos für alle zur Verfügung zu stellen und wirklich auch davon auszugehen, dass Leser, die vielleicht auch 2 oder 3 Euro im Monat spenden können, das dann vielleicht auch tun und das dann wieder ausgleichen für andere Leser, die sich das eben nicht leisten können. Mm-hmm. Und alleine, wenn jeder Leser für sich selbst überlegt, okay, ich konsumiere vielleicht pro Woche 3 Medien hauptsächlich, und jedes von diesen 3 Medien bekommt 1 Euro im Monat, hätte man im Grunde ja dieses Abo-Modell.
Ja. Sowas meinte ich. Aber das geht jetzt in Details. Mich interessierte das nur wegen der Planungssicherheit und damit man da mal Ruhe reinkriegt. Jana, du bist nicht allein in der Redaktion. Ihr seid, glaube ich, 4 Festangestellte. Und es ist ein wunderbarer Querschnitt durch dieses Land, was das Alter angeht, was die innere Ausrichtung angeht und Männlein, Weiblein, alles ist dabei. Sag doch mal eben, wer sind deine Kollegen? Ja, also unser Chefredakteur ist der Roland Rottenfußer. Kennen vielleicht auch viele Leser von seinen tollen Artikeln, die er bei uns immer publiziert. Der Roland ist auch sozusagen verantwortlich für die Anmoderationen der einzelnen Artikel, die von den Autoren bei uns eingehen. Das ist ja auch das, was uns so ein bisschen besonders macht, dass wir eben nicht nur rein 4 Redakteure haben, sondern dass so viele Autoren bei uns publizieren können. Das heißt, sie senden eben auch Artikel ein und Roland versieht die dann mit einer entsprechenden Anmoderation und mit einem Titel, einem Untertitel, hat auch den inhaltlichen Blick für unser Magazin. Dann haben wir den Nicolas Riedel, das ist unser Videoredakteur. Das heißt also, er kümmert sich hauptsächlich um den Great Reset, also kümmert sich da auch um den Videoschnitt. Den küsse ich mal an dieser Stelle, weil er mir immer hilft. Mit sehr großem Engagement dabei und bis spät in die Nacht, auch wenn es mal schnell gehen muss. Nico macht auch sehr viele Reportagen aktuell. Das heißt, wenn jetzt also zum Beispiel letztens in London zum Assange-Prozess ist er nach London gefahren und hat dort eine Reportage gedreht, schreibt auch selber sehr viele Artikel bei uns im Magazin. Dann haben wir natürlich unsere großartige IT-Abteilung mit dem Andreas, der da die Webseite am Laufen hält und immer für unsere Unterstützung sorgt, wenn mal Fragen im Team sind zu IT-Sachen, immer ansprechbar ist. Dann haben wir noch das sind jetzt schon eigentlich die 4 Elisa. Festangestellten Mitarbeiter. Die Elisa ist als freie Mitarbeiterin bei uns in der Redaktion dabei, ist die Chefredakteurin der Mutredaktion und kümmert sich jetzt auch um andere Videoformate, wie zum Beispiel den Klartext mit dem Uli Mies. Hat also jetzt auch eigene Videoformate, sehr viel mehr Interviews als früher und hat jetzt auch dieses großartige Wasserspezial auf die Beine gestellt, was wir jetzt die letzte Woche veröffentlicht haben und hat es verantwortlich betreut als Redakteurin. Das ist so das Kernteam, sage ich jetzt mal, in der Redaktion. Da muss ich dir nochmal sagen, das fand ich ganz großartig, diese Wasserfestspiele. Aber ich muss hinzufügen, am Anfang habe ich gedacht, auch Leute, das ist jetzt vielleicht ein bisschen betulich. Und dann habe ich gelernt, dass es eben noch gar nicht betulich ist und ein sehr großes Problem. Ihr konntet wahrscheinlich damit rechnen, dass es jetzt nicht die wahnsinnig hohen Klick- oder Leserzahlen einbringt. Das habe ich auch bei anderen gesehen, da haben sich auch andere dann beteiligt, der Jens Lehrich mit Fair Talk auf Augenhöhe, ein glänzendes Gespräch dazu gemacht. Der sagte auch, wir haben minimal viele Zuschauer. Aber ich fand das total lohnend und wollt ihr jetzt was öfter machen? Themen? Ja, das würden wir gerne öfter machen und wir versuchen natürlich auch Themen aufzugreifen, die aus unserer Sicht drängen. Es ist ja wirklich auch so, durch diese Mainstream oder durch diese Themenvorgaben im Grunde der großen Medienhäuser fallen wir als alternative Medien auch oft in diese Falle, dass wir quasi diesen Themenvorgaben folgen und die dann abarbeiten. Das heißt, das Wasserspezial war jetzt auch aus unserer Sicht ein Vorgreifen zu einem Thema, was in nächster Zeit wirklich auf uns zukommen wird und massiv auf uns zukommen wird. Das heißt, wir werden jetzt auch versuchen, da öfter ein Augenmerk draufzulegen auf Themen, die vielleicht noch nicht im öffentlichen Raum angekommen sind, die aber auf uns zurollen werden. Das heißt, da schon mal vorzuarbeiten, zu schauen, wie können wir auch Dinge vielleicht beeinflussen, auch schon im Entstehen beeinflussen und dann nicht so mit der Informationsbeschaffung hinterherhinken. Jana, wie ist das, diese 4 oder 5 festen Mitarbeiter, es gibt ja auch noch so ein paar drumherum, die auch sehr sinnvolle Geschichten machen, aber die Temperamente sind ja, glaube ich, soweit ich die Leute kenne, jeden Einzelnen schätze ich, aber untereinander haben sie doch ganz, habt ihr doch ganz verschiedene Auffassungen, Richtungen und so weiter. Ist das fruchtbar oder ist das manchmal mühsam? Es ist erstaunlich harmonisch, muss ich sagen.
Also es kann halt wirklich, dadurch, dass wir so ein kleines Team sind, sind wir ja auch wirklich auf jede Stärke des Einzelnen angewiesen. Also jeder kann wirklich das einbringen in das Magazin, auch inhaltlich einbringen, was für ihn wichtig ist, was für ihn für eine Bedeutung ist. Wir hatten natürlich auch schon mal den Fall, dass jemand einen Artikel ganz, also im Team einen Artikel ganz toll fand und befürwortet hat und jemand anderes im Team gesagt hat, ich habe da Sorgen und das sind meine Argumente dazu, ich würde den Artikel gern nicht bringen wollen. Und auch diese Abstimmung funktioniert tatsächlich immer auf Augenhöhe und endet auch immer mit einer Einigung. Also dass man eventuell dann mit den Autoren nochmal spricht oder sogar eben, wenn es eigene Artikel sind, die entsprechend überarbeitet oder dann im Zweifel sogar ganz wirklich herausnimmt aus der Planung. Aber auch das funktioniert alles mit einem sehr respektvollen Umgang miteinander, den wir uns ja eigentlich auch für die große Gesellschaft wünschen würden. Jana, was machst du? Also bei dir laufen die Fäden zusammen, wenn ich das richtig verstehe. Was heißt das? Also ich versuche mal, mir das klar zu machen. Also Kontoführung, Leserbriefe, Redaktion, da kommen die Texte lesen, organisieren, wann was kommt. Nee, erzähl ja, du mal. Ja, im Grunde hast du jetzt schon ziemlich viel genannt. Das heißt also, rein funktionell bin ich die Geschäftsführerin eben dieser Trägergesellschaft mit allem, was dazugehört. Also die ganze Kommunikation mit Steuerberater, mit Banken, mit, ja, wenn andere Sachen zu klären sind, Gerichtsverfahren und so weiter, aber eben natürlich auch Rechnungen zahlen, die E-Mail-Adresse betreuen, Geschäftsführung, auch die Redaktionsadresse mit betreuen. Bei mir laufen auch die Artikel dann, also ein Teil der Artikel läuft bei mir ein, da mit den Autoren in Kontakt treten, dann auch die Artikelplanung verantwortlich. Das heißt also, ich behalte den Überblick, welche Artikel sind gerade bei uns, welche Artikel sind gerade im Korrektorat, habt ihr so ein bisschen ein Auge auf die Terminplanung, wo befinden sich die Artikel gerade, in welchem Status, können die veröffentlicht werden zum entsprechenden geplanten Termin, ja, und bin so ein bisschen auch die Anlaufstelle für die Mitarbeiter, wenn Fragen und Probleme sind. Ist das der Grund, warum du selbst fast nie was schreibst, außer im Kollektiv? Ja, also genau, also ich bin tatsächlich organisatorisch sehr eingebunden und versuche einfach so ein bisschen den großen Überblick zu behalten über alle verschiedenen Vorgänge in dem Magazin. Das heißt also in der redaktionellen journalistischen Arbeit bin ich nicht tätig, genau. Oder wirklich nur sehr am Rande, wenn es um organisatorische Themen geht. Du bist aber, glaube ich, gelernte Journalistin. Ja, ich bin gelernte Verlagskauffrau. Also ich komme tatsächlich aus dem kaufmännischen. Aha, Verlagskauffrau. Genau, aus dem kaufmännischen Beruf. Habe dann so ein paar Umwege gemacht in meiner Laufbahn, aber jetzt bin ich quasi wieder am Ursprung angekommen. Würdest du gern mehr schreiben? Ja, manchmal habe ich natürlich auch zu Artikeln etwas zu sagen und würde das auch gerne in die Tasten schreiben. Aktuell ist es einfach ein Zeitproblem und ja, wer weiß. Wir werden sehen, ob die Zukunft das bringt. Jana, wir haben ja schon darüber gesprochen, ihr habt viele Formate, also auch die junge Feder oder so. Das ist ein bisschen eingeschlafen, glaube ich, weil der zuständige Redakteur gerade selbst im Examen ist. Stimmt das? Ja, genau. Also das fand ich ganz großartig, dass wie viele Leute da, also auch junge Leute da schreiben, dass ihr das extra fördert. Was habt ihr für weitere Projekte? Also habt ihr bestimmte Sachen vor? Ja, also wir haben natürlich einmal in dem Videobereich verschiedene Projekte schon auf die Beine gestellt. Also jetzt eben einzelne, wir haben zwei neue Podcasts. Einmal eben dieses Arbeiterklasse, den Podcast von Roberto de la Puente. Wir haben den Einheitspodcast mit Aaron Moorhoff und Sven Breyer. Wir haben deine Videoformate im Gespräch mit einzelnen Personen oder The Great Reset. Wir haben das Klartextformat mit der Elisa und dem Uli Mies. Und das bewegt sich natürlich alles in sehr im digitalen Raum. Jetzt auch auf unserer Webseite mit dem Debattenraum, mit den Artikeln, die wir da bringen, auch die einzelnen Kolumnen, die wir da haben, auch für die Schweiz, für Österreich und so weiter. Das ist aber eben alles, wie soll ich sagen, aktuell ja durchaus nicht ganz sicher zu nehmen, diese Situation mit dem verabschiedeten Digital Services Act zum Beispiel, ist ja durchaus zu erwarten, dass da in der nahen Zukunft auch größere Zensurmaßnahmen durchs Internet ziehen werden. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, es wäre eigentlich nur sinnvoll, wenn wir da jetzt wieder so ein bisschen in die gedruckte Region vorstoßen
Und deswegen, also haben wir uns jetzt wirklich entschlossen, dass wir mit einer Vierteljahresschrift starten werden. Das heißt also, wir wollen zurück in den nicht digitalen Raum mit einer Publikation und werden da Anfang Juli ist die aktuelle Planung mit einem ersten Heft sozusagen auf den Markt kommen. Das wird dann im Einzelheftvertrieb laufen. Das heißt, die Leser können das dann entsprechend bestellen und uns dadurch natürlich auch durch eine Art Spende unterstützen, wenn sie das Heft kaufen. Und dort werden dann natürlich die Artikel nicht so einfach zu löschen oder zu verändern sein, wie es aktuell im Internet der Fall ist. Genau, das heißt, das kann man sich dann auch ins Bücherregal stellen. Wollen wir es mal hoffen. Ich frage dich jetzt nicht, was du noch an weiteren Repressionsinstrumenten am Horizont ahnst, siehst. Da dürfte noch einiges kommen. Jana, zum Schluss noch eine Frage. Wie geht es dir seit dem letzten Jahr? Es war Stress und Stress und Stress, aber soweit ich dich kenne, das ist jetzt nicht sehr gut, bist du innerlich weitaus aufgeräumter, als du es vorher warst. Entschuldige, wenn ich das so blöde sage. Also ich kann gar nicht fassen, wie man so viel Stress, ich kenne ja etwas mehr, als du jetzt hier sagen konntest, aber du machst das unglaublich. Aber ich finde, du strahlst auch etwas mehr. Ja, also es ist, es waren sehr viele Höhen und sehr viele Tiefen. Also es waren mehr Tiefen als Höhen, aber ich muss sagen, dass ich natürlich bei jedem neuen Problem, was dann irgendwie auf meinen Tisch landet, denke ich mir, oh nein, ich das auch noch. Wie soll ich das jetzt auch noch schaffen? Und dann habe ich aber gerade in dem letzten Jahr auch mit Manova, mit der Gründung von Manova und mit diesem ganzen Wechsel, mit dem neuen Aufbau, so viel Rückenwind erfahren von Kollegen, von Autoren, von Lesern, die geschrieben haben, von Spendern, die ganz liebe Kommentare zu ihren Spenden dazu schreiben. Das heißt, da kommt so viel zurück, dass das dann doch so viel Energie und Kraft und Aufwind gibt, um dann auch da das noch zu schaffen. Und das Team, das muss ich jetzt, gut, das, doch, ich muss es erwähnen, auch das Team, mit dem wir zusammenarbeiten, auch das erweiterte Team mit dir, mit anderen Videoredakteuren, mit unserem Korrektorat. Das heißt, es ist so eine familiäre Atmosphäre, dass man da natürlich dann auch getragen wird, yeah, durch so schwere Zeiten. Das heißt, ja, das klingt immer sehr kitschig, wenn man das sagt, aber man wächst tatsächlich mit seinen Aufgaben, mit seinen Herausforderungen und es geht immer irgendwie weiter und dann tut sich dort nochmal eine neue Chance auf. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Monaten. Prösterchen, ein Jahr Manova, das ist ja jetzt nur Eistee. Ich habe auch einen Tee. Ich habe heute mal gedacht. Jana, tausend Dank und bonne Chance. Ich danke dir, Walter. Weitermachen, wie Herbert Marcuse auf seinem Grabstein steht. Danke sehr, Walter. Ciao. Ciao.